Das. Nee, nein, ja. Ja, ich greife mit der Hand vor. Eine. Was es pflegt, mal zu funktionieren und mal nicht zu funktionieren. Und das Fell, was ich jetzt hier reibe, ist der Papa von des Fohlen, was Sie gerade gesehen haben. Der Rick ist ein Rocky Mountain Horse Hengst, also das ist eine Rasse aus Nordamerika. So, da hinten geht das Mikrofon nie, das wissen wir aus Erfahrung. Also das ist ein nordamerikanisches Gangpferd, was nicht aus den Rocky Mountains kommt, aber diese... So, und jetzt übernehme ich wieder. Also der Rocky Mountain Horse kommt aus Nordamerika. Der ist in erster Linie auf einer Ranch entstanden. Da muss man sich vorstellen, der Cowboy, ja, geht nicht. Oh. Gib mir das Ding ohne den komischen Prothese da dran. Ich kann ja ohne Hänger nicht weiterfahren. Dann kommt der in so einen Bissbetrieb mit jede Menge Pferde, wo die Touristen durch die Rocky Mountains reiten. Und er fragt dann den Mann da, sag mal, könnte ich dir mal meinen Hengst hier eine Zeit lang lassen? Weil ich muss doch irgendwie weiterfahren und mein Hänger ist im Arsch. Und ja, ich hole meinen Hengst natürlich wieder ab. Dieser Hengst war ein Ebenbild von Rick. Er hatte diese Windfarbe, diese Farbe hier heißt Windfarbe. Und der blieb dann in diesem Betrieb und es dauerte nicht lange. Der Betriebbetreiber erkannte die Fähigkeit dieses Pferdes, A, einen sehr weichen Gang zu gehen, einen Gang, der anders ist, der Trab, und B, diese Fähigkeit auch zu verherrlichen. Und dadurch wurde dieser Hengst ganz extrem eingesetzt und brachte sehr viele Nachkommen, die irgendwann mal auch das Ganze zu einer Rasse machte. So, da werde ich jetzt mal das Pferd ein bisschen reiten, der ein Mikrofon geben. Und sie kann die Gang entleeren. So, der Stefan ist jetzt die ganze Zeit erstmal geritten. Das macht er jetzt auch erstmal weiter. Dann wird er den Schritt forcieren zum Board. Das ist ein flotter Schritt. Da werden wir nachher noch einen Spezialisten drin sehen. Das ist ein Tennessee Walker Hengst. Das sind Pferde, die praktisch nur Schritt und schnellen Schritt gehen. Diese Veranlagung zum Board hat der Rick auch. Das ist jetzt dieser recht flotte Schritt, der von einem regelmäßigen Kopfnicken begleitet wird. Das Pferd wird sehr weit unter und man kommt also schon ganz gut so vorwärts durchs Gelände. Andere Pferde, die noch walken, außer dem Tennessee Walker, sind noch die Missouri Fox Trotter, die im langsamen Tempo walken und dann, wenn sie schneller werden, zum diagonaleren Viertakt auflösen, den man Fox Trot nennt. Der befindet sich dann in der Nähe von Trab. Ja, schon kein Schmerz. Es ist oft auch schwer, dann diese Unterschiede zu sehen. Den Fox Trotter haben wir im Moment nicht da. Wobei der Potter, wenn man über seine Geschwindigkeit reitet, auch zum Foxtrot reitet. Ich hoffe, genau, was ich aber eigentlich ganz schön finde, ist es besser, wenn ein Pferd und dann das Licht aus dem Borg diagonalisiert, als wenn er aus dem Borg passiert. Hey, das Helm von der Lage ist gut. Wenn man den Rick dann weiter beschleunigt, kann er teilweise, wenn er entspannt und locker ist, auch einen netten kleinen Trab gehen. Mal gucken, ob der Stefan das hinkriegt. Das erfordert in jedem Fall bei so einem Naturtölter regelrecht Konzentration und Können, diesen Trab auch auszuhalten. Aber er kann einen netten, jog-ähnlichen Trab gehen, so ein bisschen wie ein Westernpferd, wie ein Broderhorst. Auch gut und bequem zu sitzen. Ich helfe dir noch mit Vollkreuz, ja? Ja. Ich kann aber auch eingedrückt hauen. Hat die Der hat eine hele goede Motorbedrijf. Der größte Rocky Mountain Horse Hengst, der sich hier in Europa befindet. Er hat eine sehr schöne, korrekte Oberlinie, ein hübsches Gesicht, guten Rücken. Es hat einen gut angesetzten, mit aufgesetzten Hals und ist im Ganzen ein recht kräftiges, stabiles Pferd.
Die Züchterin wohnt in den Niederlanden, heißt Doris Cooper. Sie ist mit unserer Internetseite verlinkt. Da kann man unter Rocky Mountain Horse bei den Links auf ihre Seite kommen. Sie züchtet diese Pferde reinrassig, also hat einige Stuten auch in dieser Farbe und hat diesen Hengst, hat auch schon einen Nachzug von anderen Hengsten aus Amerika. Da kann, die hat im Moment 4 oder 5 Fohlen, auch in der begehrten Silverleppe-Farbe. Da können Sie sich gerne mal anschauen, wie diese Fohlen aussehen und natürlich auch Fohlen dort käuflich erwerben. So, jetzt hat der Stefan den Rick in den Tölt gebracht. Soll ich jetzt mal? Rocky Mountain Horse gehen einen sehr schönen Viertakt-Tölt. Sie sind nicht darauf gezüchtet, Ausdruck zu zeigen, also die Beine hochzuschmeißen, wie man das jetzt gerne bei den isländischen Sportpferden sieht oder überhaupt in der Sportpferdeszene bei den Gangpferden. Rocky Mountain Horse sollen einen netten, unspektakulären, aber sehr bequemen, taktklaren Tölt gehen. Wie Sie sehen, geht dieses Pferd in auch einer sehr natürlichen und schönen Körperhaltung. Im Prinzip, wenn Sie die Beine abdecken würden, könnte man sagen, dass Sie jetzt traben. Also Sie sehen hier kein Pferd, was mit absoluter Aufrichtung, hohem Kopf weggedrückt im Tölt geht. Das habe ich schon seit Jahrzehnten verfolgt. Unserer Gangpferde, der Traber oder anderer, dass Sie den Rücken im Tölt reiten, dass die Pferde korrekt durchs Gelenk gehen, dass Sie gesund im Tölt geritten werden. Das geht nur so auf Dauer, wenn die Pferde reingezäunt und mit guten Arbeitern und über dem Rücken geritten werden. Wenn sie ein Pferd dauerhaft übermäßig aufrichten, den Rücken wegdrücken, werden diese Pferde krank und halten das nicht sehr lange aus. Even een paar rondjes demootje, dat kan ook niet echt. Rocky Mountain Horse sind sehr bequeme Tölter. Nee, ja, auch, ja. Sie können sich vorstellen, was es Spaß macht, mit so einem Pferd durch den Wald zu streiten. Auch wenn man schon etwas älter ist wie ich und schon ein paar Wandscheibenvorfälle hinter sich hat. Also das sind Pferde für Leute, die es hauptsächlich bequem haben wollen, nicht für Leute, die hauptsächlich sportlichen Ehrgeiz entwickeln. Ein Fohlen in dieser begehrten Silberdeppelfarbe, damit müssen Sie bei 5.000 bis 6.000 Euro Minimum rechnen. Wir haben leider dieses Jahr nur ein braunes, aber wir sind sehr zufrieden. Das ist ein sehr schönes Fohlen, Sie haben es vorhin gesehen. Sehr aufgeschlossen, sehr freundlich, zeigt einen sehr natürlichen, schönen, taktklaren Tölt. Und wir werden die Stute nochmal decken von Rick und wir haben eine 50% Chance, dass wir nächstes Jahr dann vielleicht ein Fohlen in dieser begehrten Farbe bekommen. Der Rick ist also genetisch ein Rappe. Auf einem seiner Rappgene liegt dieses Silberdeppel-Gen. Das heißt, wenn Sie eine Stute decken, haben Sie 50% Chance, dass diese begehrte Farbe zustande kommt. Wenn Sie ein Gangpferd von ihm decken, haben Sie einen Naturtölter oder in den meisten Fällen, wenn Sie ein Pferd von ihm decken lassen würden, was keinen Gang hat, haben Sie allerdings nur eine maximal 50%ige Chance, dass das Pferd töltet. Vor allen Dingen wird es ein Pferd sein, dass man dann in den Tölt ein bisschen reiten muss. Es wird nicht so selbstverständlich tölten, wie es jetzt der Rick hier zeigt. So, ich werde meinem Mann jetzt nochmal das Mikro geben, weil ich machen muss jetzt auch aufs nächste Pony. Doch, das steht schon da hinten. Es gehört auch zu der Fraktion der Naturtölter, das ist Paso Peruano, aber ich gebe jetzt erstmal das Mikro wieder ab. Ich bedanke mich. Vielleicht können Sie noch einen kleinen Applaus machen, bevor der Stefan rausfällt. Mit einer Sonnenbrille bin ich auch noch lieb geritten.